Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter und somit auch die letzte normale Folge, denn ab nächste Woche startet ein Turnier, das das ganze Finale quasi sein soll dieser Staffel. Und dann habe ich da plötzlich, wo willst du ihn? Mach keinen Scheiß. So, und zwar werden wir heute unter anderem auslosen, wer gegen wen kämpfen soll. Ich bin unsichtbar. Und hier habe ich eure Namen drin, alle, die hier in der Vault sind. Für alle, die neu dabei sein wollten, tut mir leid. Ich habe da Abstimmungen gemacht und wir beenden quasi diese Staffel. Einfach, weil wir sehr weit gekommen sind und die meisten Neuen momentan einfach AFK sind. Und das nervt ziemlich. Jedenfalls, ich mache jetzt mal weiter. Wir starten gleich kurz das Spiel neu, weil die Musik ist ausgefallen, was bedeutet, dass es echt kacke ist. Höchstwahrscheinlich müssen wir, muss ich einmal kurz die Zeit resetten gleich, aber das mache ich gleich alles. Und zwar machen wir ein Turnier. Wir werden heute am Ende der Folge oder mitten in der Folge, ja, mitten in der Folge, wir machen das mitten in der Folge, werden wir auslosen, wer gegen wen kämpft. Wir haben morgen bereits einen Kampf, weil es nicht anders ging, müssen wir morgen schon kämpfen. Das macht nichts, wenn der stirbt. Der fliegt eh raus. Für alle, die noch einen Charakter haben, also einen zweiten Charakter, das heißt ein Reservecharakter oder ein Charakter, der denen gehört, ihr kriegt dafür eine Lunchbox, in dem der Charakter quasi eingetauscht wird gegen eine Lunchbox. Und der hier, Boris Cat, auf Wiedersehen, ist schon mal weg. Und da stirbt gleich der nächste. Zack. 05 ist weg. Ihr seht schon, heute werden wir viel aussortieren, heute werden wir viel machen. Das heißt, holt euch was zu snacken, holt euch irgendwas zu essen, zu trinken. Heute wird eine recht spannende Folge für alle. Vor allem, heute werdet ihr erfahren, gegen wen ihr kämpft. Und eine Person, beziehungsweise zwei Personen werden morgen bereits kämpfen. Wie gesagt, weil es nicht anders ging, weil wir halt eine Zahl sind, die nicht ganz genau aufging, sagen wir es mal so. Und deswegen musste ich umplanen. Aber ich zeige euch das alles später nochmal. Erstmal muss ich gucken, ob der Sheet aktiviert ist. Der ist aktiviert. Nice. Ach stimmt, ich muss sowieso erstmal das Spiel neu starten. Bis gleich. So, ich habe alles repariert und wir können loslegen. Wir werden natürlich am Anfang wieder ein paar Leute rausschicken. Zwei Leute möchten am Tipp. Das sind vier. Zwei Leute wollen am Turnier nicht mitmachen und das bedeutet für die beiden, dass sie jetzt rausgehen und sterben werden. Da haben wir einmal Mrs. Unknown, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke mir noch mal kurz in Discord rein. Zack. Das war Mrs. Unknown und Terraboy. Die beiden möchten gerne auf die natürliche Art und Weise sterben und nicht durch einen Teamkameraden. Das ist natürlich sehr, sehr loblich, aber... Aber... Es gibt immer ein Aber, Freunde. Bist du Mrs. Unknown? Mrs. Unknown. Ja. Schade um das, um die Waffe und alles, aber gut. Nein, abbrechen. Du gehst natürlich auf natürlichem Wege in den Tod. Und Terraboy, der hier im Diner sitzt, der darf auch weggehen. So. Beide wollen einfach so rausgehen. Meinetwegen, ich habe nichts dagegen, wenn ihr Selbstmord begehen wollt, bevor ihr am Turnier teilnehmt. Allerdings hättet ihr ruhig warten können, bis ich euch quasi gezeigt habe, was es im Turnier zu gewinnen gibt. Ja, gut. Shit happens, ne? Jedenfalls, bevor ich euch das zeige und bevor wir auslosen, werden wir natürlich erstmal eine Handvoll Leute wegschicken. Und wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Hardcore-Luca, du bist draußen. Hardcore-Luca war inaktiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt war ich bei Terraboy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Stück. Dugelis, du bist auch weg. Ist in die Wolke gekommen und hat nichts gemacht. Ausgeflogen. So.
Dann haben wir Sir Amigo. Du warst schon zum zweiten Mal in diesem Projekt und zum zweiten Mal hast du nichts gemacht. Ich verstehe das einfach nicht. Keine Ahnung, was du da immer machst. Aber du bist weg. Gut. So. Wir haben alles geklärt. Wir sind 17 Leute. Das heißt, durch 4 sind 6. Das heißt, wir schicken jetzt 6 raus. Wir machen diesmal keine Türsteher, denn das hier ist das letzte Mal, dass ihr rausgehen könnt vor dem Finale, so dass ihr euch noch vorbereiten könnt. Daher gehen alle raus. So, ich schicke mich natürlich raus. Ich hoffe, ich finde etwas wunderschön Tolles. Habe ich das Inventar irgendwo offen? Inventar. Habe ich nicht offen. Naja. Dann öffne ich es jetzt mal kurz. So. Also, ich brauche das Inventar und ich brauche die Vault-Immobilien, um zu gucken, wer trainieren möchte. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Werde ich nicht vergessen, kenne ich sogar. So, ich bekomme eine schicke, förmliche Kleidung und darf somit rausgehen. Ich benutze dich mal, Kill 1414, um mich rauszuschicken. So, du aber, ich hatte vergessen, mein Cheat zu aktivieren. Eine schicke, förmliche Kleidung für meine Wenigkeit. Ich hoffe, ich finde irgendwas, was ich gebrauchen kann. Erkunden wir erstmal. Mit insgesamt, was sagt das Inventar? 17, 15? Quatsch, ich habe mehr. Das Problem ist, Double X hat nicht eingetragen, dass ich Steampacks bekomme. So, 25, 15 für mich. So sieht es nämlich aus. Ich bekomme nämlich 30 Steampacks pro Folge. Ich habe mich jetzt hier nur gerade eben hingestellt, damit ich die Vault wieder auf Vordermann bringen kann. Denn nach der letzten Folge war die Vault ziemlich tot und ich musste sie wiederbeleben. Und dafür brauchte ich mich in diesem Raum. Das heißt, keine Sorge. Ich war da nicht die ganze Zeit drin. So, als nächstes kommen wir zu Deadlinchen. Deadline. Du gehst selbstverständlich auch raus. 25, 15 für dich. Du trägst... Warte, ich guck... Ah, oh, oh. Erstmal die Voltmobilien gucken. Hassan, No Chance, Kiri, Zilord, Deadline, Serana. Okay, Deadline möchte Ausdauer trainieren. Das machen wir doch. Spielhalle... Fitnessraum, ne? Ja. Gut, Deadline, gehen wir dahin. Ja, ich habe das endlich für mich entdeckt, dass ich ja darauf drücken kann. Als ich die Vault repariert habe, habe ich das sehr, sehr, sehr benötigt. Und da dachte ich, wozu suche ich immer die Leute und ziehe sie dahin, wenn das auch so geht? Naja, jedenfalls Deadline läuft jetzt dahin. Serana, du bekommst auch noch irgendwas. Serana bekommt Glück. Das ist dann dieser Raum hier. Also, No Chains, Kiri, Zilord ist noch dabei, ne? Zilord möchte auch gerne Glück trainieren. Zilord. So. Nochmal kurz reingeguckt. Zilord kann ich abpacken, Serana kann ich abpacken und Deadline kann ich abpacken. Serana möchte hier Glück trainieren. Sehr schön. Deadlinchen. So, für alle, die noch Infos über das Turnier haben möchten, am besten in Discord reingucken. Alle, die dabei sind, müssten ja auch in Discord sein, soweit ich weiß. Deswegen guckt da einfach mal rein und dann wisst ihr Bescheid. So, 25, 15 für dich. Sehr schön, jetzt trainieren wir die beiden noch. Einmal Zilord. Mein Gott. Und Zilord, du kehrst mal hierhin zurück. Ich glaube, du warst hier, oder? Nee. Zilord war definitiv hier. Zilord. So, Serana. Du kriegst natürlich auch noch dein Glückstraining.
So, keine Sorge, Mittwoch dürft ihr alle nochmal trainieren, alle die dabei sind, muss ich sagen. Alle die am Mittwoch im Stream dabei sind, die dürfen noch in der Vault machen, was sie wollen, um ihre Chancen nächste Woche im Turnier zu verbessern. Nur mal so als kleiner Tipp für euch alle. So, ja. Dann können wir auch schon die nächsten rausschicken. Sirona, du darfst natürlich rausgehen. Du bekommst dein Ödland-Chirurg. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, ich erinnere mich richtig. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Ne? Inventar, Sirona, Ödland-Chirurg. Ich bin gut. Ich sollte mir selbst vertrauen. Ödland-Chirurg. Denkt dran, auf jeden Fall eure Kleidung für das Turnier zu ändern, denn jeder Wert, den ihr habt, von den Spezialwerten, hat einen anderen Einfluss. Das werdet ihr morgen im Kampf sehen, was es alles genau bringt, werde ich euch ganz genau zeigen. Und somit könnt ihr euch halt perfekt darauf vorbereiten. Wir brauchen halt diesen Vorkampf unbedingt. Ich habe mir extra zwei rausgesucht, die in etwa gleich stark sind. Und ja, so wird das laufen. Silord, du gehst raus mit Horror-Fan-Outfit. Horror-Fan-Outfit. Wie viele Stimps hast du, Silordchen? 5, 13, das ist nicht viel. 5. 13. Na gut, ich habe noch mal kurz gecheckt. Waren wirklich 5, 13, er hat nichts nachbestellt. Und damit gehst du raus. Du, hallo. Gut, wir haben 4 Stück draußen, 2 fehlen noch und die gehen jetzt raus. Da haben wir Muffin. Muffin geht raus. Ich guck noch mal kurz. Muffin hat genug und geht mit schicke förmliche Kleidung raus. Wo haben wir sie denn? Ich finde die nie. Kommst du immer so weit unten, ey? Schicke für mich. 25, 15 für dich. Und du gehst raus. Dann haben wir als nächsten den Ehrengardisten. Du, mein Freund Ehrengardist. Du hast auf jeden Fall genug und die T51F Rüstung kriegst du. T51F. Du bekommst 25,15 und gehst raus. Somit haben wir auch den letzten weggebracht. Ich werde euch jetzt einmal ganz kurz das Turnierfeld zeigen, um was es hier geht. Und zwar, dafür muss ich OBS einmal ganz kurz öffnen. Zack. Das ist nicht das Turnierdings. Da. So, ich habe das Ganze mal vorbereitet. So sieht's aus. Die ersten Kämpfe morgen werden bestreiten Aiden und No Chance. Es ist ganz einfach, No Chance ist der neueste Zugang, der aktiv geworden ist. Und Aiden Core ist in etwa seine Stärke. In etwa. Ein bisschen unterlegen, muss ich sagen, aber. Aiden hatte immerhin ungefähr dreimal so viel Zeit wie nur Shanks, sich zu verbessern. Und gut, wir werden sehen, wie es ausgeht. Verschiedene Werte, verschiedenes Glück. Wir werden sehen. Und wie ihr seht, wird es spezielle Belohnungen geben. Nach der ersten Runde, wenn ihr die besiegt, wenn ihr die geschafft habt, werdet ihr von mir eine Wohnung in Starbound bekommen. Ich werde Starbound spielen und da wird es Wohnungen geben und ihr dürft davon eine beziehen und sie quasi, wenn ihr dabei seid, bei Starbound. Oh, guck mal hier, unten habe ich gefailt. Das sieht man gar nicht, ne? Hä? Hallo? Achso. Da muss ich kurz mal ranzoomen. Da. So, da habe ich gefailt. Oh, aber das ist nicht so schlimm. So, ihr bekommt eine Wohnung in Starbound, wenn ihr die erste Runde hier besiegt habt. Und das sind halt dann genau 2, 4, 6, 8 Wohnungen. Naja, 4 Wohnungen. 4, muss man sagen.
Weil die anderen kriegen ja eine Luxuswohnung in Starbound. Das heißt, 4 normale Wohnungen werden bezogen und 4 Luxuswohnungen. Die Luxuswohnungen sind einfach größer und da habt ihr viel mehr, was ihr machen könnt. Und ja, als nächstes für das Halbfinale, diejenigen, die ins Halbfinale bekommen, die bekommen von mir Modrechte, weil es sich ja immer wieder gewünscht wird. Ihr habt quasi die Chance, Mod zu werden. Ich werde euch natürlich beobachten, was ihr macht als Mod. Und wenn ihr nichts macht oder rumfailt, irgendeinen Scheiß baut, dann werdet ihr diese Rechte wieder verlieren, aber ihr habt sie am Anfang. Und der Finalist, also der Halbfinale, Finale, das ist schon das Finale. Bei den Luxuswohnungen ist das Halbfinale. Und der Gewinner, der bekommt einen Joker, der hat quasi einen Wunsch frei, der kann entweder bei einem Video mitmachen, der kann meinetwegen in der nächsten Fallout Shelter Staffel der Aufseher sein, der Erste, der reingeht, was auch immer euch einfällt, was auch immer ihr möchtet. Das könnt ihr werden. Oder das könnt ihr bekommen. Meinetwegen. Ja, das sind auf jeden Fall die Belohnungen für die Kämpfe. Es ist so gewollt, dass es am Anfang halt nichts gibt, weil wenn da ein paar Inaktive dabei sind, die nichts machen und die Aktiven gewinnen, umso besser. So, das wollte ich euch einmal kurz zeigen, währenddessen unsere Vault hier verbrennt. So, und wenn wir gleich das zweite Team rausgeschickt haben, werden wir auslosen, wer gegen wen kämpft. Ihr könnt euch vorbereiten, ihr könnt den anderen bestechen, ihr könnt aufgeben, was auch immer ihr wollt. Hauptsache, es läuft. Also, mir ist es egal, was ihr da macht, ob ihr jetzt euren Kontrahenten, keine Ahnung, Geld zuspielt und sagt, hey, ich gebe dir 10.000 Kronkorken, aber dafür verlierst du. Gut, dann sind die 10.000 Kronkorken auch nichts wert. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt halt da noch ein bisschen gucken, was für Werte er hat und dementsprechend auch handeln, denn jeder Wert bringt was anderes und ihr könnt andere Werte von euch hochpushen, um diese Werte von ihm zu negieren. Naja, mehr Details, wie gesagt, auf Discord, im News-Channel, da könnt ihr das sehen. Und ich mache das Bild mal wieder größer. Zack. Gut, ich würde sagen, ich warte jetzt wieder ab, bis im Ödland jemand was gefunden hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ging flott. So. Wer hat denn was gefunden? Serana hat einen super duper Mart entdeckt. Bin ich mal gespannt, Serana. Was du so schönes findest. Durchsuche den Super Duper-Mart. Übrigens, heute werde ich euch euer komplettes Inventar zeigen. Und ihr schreibt mir oder dann meinetwegen auch DoubleX, was ihr davon behalten möchtet. Das werden wir auch in der zweiten Staffel so handhaben. Ich werde einfach nur einmal kurz durchscrollen und wenn ihr etwas wollt, dann schreibt ihr es halt in Discord an mich oder DoubleX und wir tragen es euch dann ein, so dass ihr mir keine Erlaubnis mehr geben soll, müsst, Schaufeln zu sammeln oder so. Nein, das Ganze wird aufbewahrt bis zur nächsten Folge. Wenn ihr euch da nicht entschieden habt, wird es gelöscht. Und ihr kriegt natürlich das Geld dafür. So, wir gehen rein. Boah, das sind ja nur ein paar komische Dudes. Das ist ja gar kein Problem. Mal gucken, dass die Zeit nicht zurückgesetzt wird. Na komm, Serana, du kannst einiges hier rausholen. Du hast volles Glück, mein Freundchen. Linchen. Mein Freund Linchen. Du kannst einiges reißen. Wenn du nicht stirbst. Was hast du denn für eine Katze? Oh, Herstellungskosten. Mr. Flauschig? Du hast Mr. Flauschig? Okay. Na komm, bring's alle um. Ja, hoffentlich wird da unten nichts Größeres warten. Ansonsten werden wir den nächsten kritischen, den du aufbaust, auf jeden Fall sparen. Oh, Junge, Junge, Junge. Da sind noch so viele. Ja, jetzt noch zwei, aber es waren gerade mehr. Da ist der kritische. Den sparen wir uns auf für weiter unten. Nur für den Fall der Fälle, weil die zwei machen jetzt auch nicht mehr so viel Schaden. Ne? Ich hoffe wirklich, dass sich das lohnt. Aber die normalen Gegenstände werden wir trotzdem verkaufen. Das ist ja ganz klar. Sonst wäre die Vault überfüllt. Oh shit. Komm schon.
Das ist nicht hilfreich. Mach sie alle kaputt, das wäre hilfreich. Beide auf einmal. Das wär's doch. Beide auf einmal. Zack. Bumm. Kaputt. Serana, du verlierst viel zu viele Stimpels. Ich hoffe für dich, dass du gleich sehr viele wiederbekommst. Na komm, mein Schutz, komm schon. Ah, endlich. So. Du hast. Ja, cool. Einiges wiederbekommen. Sehr schön. Wir gehen jetzt weiter runter, je nachdem, was für Räume hier sind. Wenn es hier kleine Räume sind, werden die Ghule auch stärker sein. Denn kleinere Räume beinhalten stärkere Ghule. Während größere Räume mehr Ghule beinhalten. Zwei Ghule, das heißt, die sind sehr resistent. Deswegen werden wir hier direkt schon mal einen kritischen raushauen. Und er ist tot. Sehr schön. Frage ist nur, was da dann auf uns lauert. Vielleicht brauchst du bis dahin einen neuen kritischen auf. Das wäre sehr, sehr toll. Ich würde mich freuen, Serana. Für dich natürlich. Nicht für mich. Oh Mann, Mann, Mann. Na komm schon. Es wäre viel cooler, wenn sie automatisch mehr Schaden machen würden. Also einen kritischen plus einen doppelkritischen. Keine Ahnung, man kann ja einfach mal zwei verschiedene Arten von kritischen einbringen. Einen kritischen, der automatisch ausgeführt wird, der nicht so viel Schaden macht natürlich, und einen kritischen, der nicht automatisch geht und der dafür mehr Schaden macht. Stipekt! Du hast wieder 20. Hm. Bisher hast du jetzt noch nichts Großartiges gefunden? Ist mir echt peinlich, wenn du nach Dandyboy-Äpfel suchst. Ich habe alle gegessen. Gibt es hier sonst noch was? Aber ich hatte so einen Heißhunger. Waren diese wilden Ghule Freunde von dir? Ghule mögen Dandyboy-Äpfel? Aber ich hatte so einen Heißhunger. Tut mir wirklich leid, auch ein Ghoul lebt nicht von Luft und Lieberlein. Willst du stattdessen das hier? Ah, dreieckige gefaltete Flagge, na gut. Und zwei Nuka-Cola-Flaschen. Sehr schön, wir gehen zurück zum Ödland. Bam! Gut, damit haben wir das geschafft. Ich werde jetzt die Zeit vorspulen und wir sehen uns gleich wieder, wenn alle wieder zurück sind. So, wir sind zurück. Hier haben wir noch Mrs. Andron, die tot ist. Auf Wiedersehen. Und Terraboy, der tot ist. Auf Wiedersehen. Oh, der Piratenpapagei kommt zurück. Oh, wie süß. Mit den Sachen? Wie cool. Na gut, immerhin der Papagei ist treu und kommt zurück. Das ist doch nett. So, einer der Bruderschaft kann ihn gerne behalten. Jemand, der Anspruch erhebt oder keine Ahnung, wer es möchte. Das war doch von Terraboy. Terraboy, der Terraboy war in der Bruderschaft. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 140 und die Bruderschaft darf sich ein bisschen davon was raussuchen, wenn sie es braucht. Naja. So, kommen wir zu Silord. 260 Kronkorken plus 2615 Kronkorken. Das ist der Loot, den du rausgeholt hast und ja, wir sammeln es ein. Serana. 440 Kronkorken, das ist der Loot, den du rausgeholt hast. Guck dir das mal ganz genau an. Wenn du etwas davon behalten möchtest, dann schreib es am besten uns einfach und wir holen es dann da raus. Wir sammeln es jetzt erstmal ein. Muffin HD. Du bekommst 490 Kronkorken. Auch du darfst dir das mal angucken. Schicke förmliche Kleidung, Druckluftflammenwerfer. Ja, und einiges an Schrott. Guckst dir ganz genau an, wenn du etwas davon brauchst. Sag uns Bescheid. Hier haben wir ein Cypher-Outfit. Und damit sammeln wir dich ein. Meine Wenigkeit. 630 Kronkorken. Also wirklich der Hammer ist das hier nicht, ne? Was ist das? Gut. Auch ich werde die Sachen hier natürlich angucken und gucken, was ich davon behalten möchte. Ich werde mir auch eine kleine Strategie aufbauen. Je nachdem natürlich, wie viel Inventarplatz ich frei habe. Ich sammle das erstmal ein. Deadline. 820 Kronkorken. Getuntes Lasergewehr.
Du kannst natürlich auch einfach das getötete Lasergewehr behalten und es dann auseinanderbauen, um da irgendwie noch versuchen, Schrott rauszuholen. Ist ja alles gar kein Problem. Geerdetes Luftgewehr, doppelläufige Schrotflinte, Horrorfan-Outfit, bewusste Söldnerausrüstung, Ritterrüstung, robuste Gefechtsrüstung, ist auch nicht schlecht. Panzerbrechende 10 mm Pistole, 2 bis 6 Schaden, okay. Und natürlich auch ein Sci-Fan-Outfit. Wir sammeln dich erstmal ein. Ehrengardist, 970 Kronkorken plus 10.579 Kronkorken. Verbesserter Flammenwerfer, 15 bis 17 Schaden. Offiziersbekleidung S5. Gehärtetes Sturmgewehr 8 bis 11. Verbesserter Overall. Gehärtete Schrotflinte. Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. Uniform des Überlebenskünstlers. Ödlandarzt P3L2. Verbesserte Overall A5. Robuste Raiderrüstung P2A3. Getunte Plasmapistole 11 bis 13. Kampfflinte 13 bis 14. Robuste Gefechtsrüstung S3E2. Sportfan-Outfit S4L1. Und das war's. Wir sammeln das erstmal ein natürlich. So, alle sind zu Hause eingekehrt und es wird Zeit, die nächsten rauszuschicken. Allerdings muss ich vorher nämlich, ihr wisst schon, das Spiel nochmal neu starten. Bis gleich. Spiel neu gestartet, alles funktioniert wieder bestens und wir können die nächsten rausschicken. Da haben wir einmal Awesome-Vloggerin. Du möchtest gerne raus, habe ich gehört? Dann geh mal raus. So, Awesome-Vloggerin, Team 2. Hat genug, okay. Oh. Ja, ich habe Serana fälschlicherweise jetzt Stimpaks gegeben, obwohl die Bruderschaft Team 3 keine mehr hat. Naja gut, ist geschenkt. Ist geschenkt, hast du Glück gehabt. Ist geschenkt. Aber wir ziehen dafür Bruderschaftsteam 3 Kronkorken ab. Ne? Tun wir einfach mal so, als hätten sie für extra für Sirana ein bisschen was gekauft. Aber wir gehen ja weiter zu Awesome Vloggerin. Du hast Team 2 mehr als genug. T45A. T45A. Zack. 25, 15. So, dann kommt als nächstes Baxi. Du kriegst eine schicke förmliche Kleidung. So, Baxi. Schicke förmliche Kleidung für dich und dann kannst du auch nämlich direkt rausgehen. Ich muss darauf achten, dass Team 3 nichts mehr hat. Die dürfen ja auch dann nichts bekommen. So. Haben wir als nächstes jemanden aus Team 3? Mr. Grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, Mr. Grün, du darfst rausgehen. Du hast nämlich nichts. Mr. Grün. Wo ist er denn? Jetzt blind. Da, Mr. Grün. Arbeitet im Krankenhaus. Du darfst natürlich hier rausgehen. Mit deiner schicken förmlichen Kleidung. Und keinen Stimpacts. Schicke förmliche Kleidung. Du bekommst. Ich glaube, Redaway haben die Jungs, ne? Ja, Redaway haben sie ohne Ende. Aber mehr als 5 wirst du nicht brauchen, weil du nämlich auch keine Stimpacts hast. Gut, geh mal raus. So, dann können wir schon den nächsten rausschicken. Wir haben Aiden. Aiden, du gehst raus. Du bekommst. Eine robuste. Was? Was ist das? Leerrüstung? Ich glaube, das heißt Lederrüstung. Lederrüstung, so. Eine robuste Lederrüstung für dich.
Jetzt habe ich dich verloren, Aiden, da. Und genug Stimpacks. So, robuste Lederrüstung 25, 15 für dich. Du gehst raus und schönes Feuer. Es wird sich jetzt bis nach unten durchbreiten, ey. Kill 14, 14 lief mal raus und du gehst mal dahin. Er wird im Leben nicht rechtzeitig ankommen. Lauft! Oh nein, oh Gott, die müssen da lang! Ach! Dann geh du doch mal dahin und du dahin. Beschützt diesen Ort! Ich habe keine Lust, wieder Ewigkeiten zu warten, bis hier alles durchbrennt. Hä? Kann das Aufseherbüro nicht brennen? Ist da irgendjemand drin und löscht das? Hä? Wieso hat... Ist ja seltsam. Wieso brennt das so lange? Ich habe das noch nicht mal ausgebildet, oder? Keine Ahnung. Wenn er länger braucht, dann lauft mal hin. Nein, noch nicht. Jetzt läuft er da weg. Kill 14, 14, lauft doch nicht weg. Oh, mach weiter. Shit. Oh, ich habe vergessen, dass da nur zwei Leute... Ja! Wow! Lösch mal da. Oh, was ein Fail. Was ein Fail, ey. Ach Gott. Oh, warum hat das da so lange gebrannt? Ich check's nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Es war auf jeden Fall ein ordentlicher Fail. Wir haben jetzt drei draußen. Julian geht noch raus und Kill 14, 14 geht noch raus. Julian, du bist glücklicherweise Team 2. Du bekommst einen Detektivmantel. Julian. 25, 15 und dein Detektivmantel kriegst du natürlich auch. Jetzt habe ich dich nicht rausgeschickt, ne? 25, 15. Zack. Da geht er. Fröhlich dahin. Gut, dann fehlt nur noch Kill 14, 14. Den kriegen wir easy hin. Können wir direkt mal hier so machen. Und dann nochmal so. Und dann kann er eigentlich schon raus. Oder auch nicht. 4 Minuten zu wenig. So. Kill 14, 14, du bekommst X01MK. Hast du nicht gesehen? Okay. X. Da wollte ich gerade irgendwie einen Typen mitgeben. 25, 15 für dich. Hau rein. So, damit hätten wir das geschafft. Jetzt warten wir natürlich wieder, bis jemand was im Ödland findet. Und solange wir warten... Da muss ich hingucken, ne? Hier, da ist meine Kamera. Wir werden jetzt nämlich auslosen, wer gegeneinander kämpft. 3-3, ja, perfekt. Und dafür brauchen wir diese Geschichte und... zack. So, wer wird gegen wen kämpfen? Jetzt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt drauf. Ich muss natürlich noch vorher mischen. Okay, ich hole einen Zettel raus. Und wir haben als allerersten gegen wen kämpft entweder Aiden Core oder No Chance? Deadline. Es wird der gute alte Deadline sein. Deadline. Das ist der Joker. So, Deadline. Deadline, du wirst entweder gegen Aiden Core oder No Chance antreten, je nachdem, wer morgen gewinnt. Und damit bist du schon mal aus dem Rennen. Und wir gehen weiter direkt in die zweite Runde. Wer wird in der zweiten Runde kämpfen? Als allererstes haben wir
Kill 14, 14. Kill 14, 14. Du bist auf jeden Fall schon mal da. Mal gucken, wer dein Gegner sein wird. Wer wird der Gegner von Kill 14, 14? Weiß es jemand? Ich glaube nicht, weil es alles ziemlich random ist. Wir haben Muffin HD. Muffin, du wirst auf jeden Fall der Gegner von Kill 14, 14. Ich hoffe, ihr bereitet euch gut darauf vor. Könnte spannend werden, könnte spannend werden. Ich bin ein bisschen gehypt deswegen, wegen dem Turnier. Ich freue mich riesig drauf. Und nächste Runde, die dritte Runde, wird bestreiten Double X. Double X, Double X, so. Guck mal hier. Zack. Double X in der dritten Runde. Gegen wen wirst du antreten, Double X? Double X wird antreten gegen Mr. Grün. Mr. Grün wird dein Gegner, Double X. Ups. So. Mr. Grün, Mr. Grün, Mr. Grün. Wir ignorieren das mal gekonnt. Wir kriegen das schon hin. Mr. Grün. So, in der vierten Runde tritt an. Julian. Julian, wer wird dein Gegner? Das wirst du in Kürze erfahren, nachdem wir erstmal geguckt haben, was hier abgeht. Ach, das ist nicht so wild. Hier brennt das durch. Das stört niemanden. So. So, Julian. Dein Gegner wird sein. Ich frage mich, gegen wen ich antrete, weil ich werde auch dabei sein. Terra. Nee, Terra Boy ist gar nicht mehr dabei. Habe ich irgendjemanden verkackt? Ist es unknown? No chance. Tobinus. Boris. Okay, gut. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Habe ich überhaupt noch genug Karten hier drin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendjemanden vergessen habe. Aber wir werden es schon sehen. Also, du trittst an gegen Mobile Gamer. Mobile Gamer wird der Gegner von Julian. So, das dazu. Wir gehen direkt weiter in die nächste Runde. Die nächste Runde wird bestreiten Baxi. Baxi, so, zack. Wir gehen hier in Runden. Baxi, wer wird dein Gegner sein? Dein Gegner wird sein. Der Awesome Vlogger. Baxi gegen Awesome Vlogger. Ich sehe es jetzt schon, dass ich gegen Ehrengardist muss. Ich bekomme natürlich den schlimmsten Feind, weißt du? Ist es immer so. So, wir haben, wie viel haben wir noch? 2, 4, 6. Wie viele Dinge habe ich hier noch? 2, 4, 6. Ich habe noch 6 Stück hier. Jemand hat im Ödland schon was gefunden. Wir gucken gleich mal nach. Und ich habe nochmal kurz gemischt. Wir haben als nächstes Kiri. Kiri. Du wirst in der nächsten Runde dann kämpfen gegen, wobei Kiri hat schon Mordrechte, also wenn sie ins Finale kommt, hat sie wenigstens bestätigt, dass sie da sein soll. Gegen Hassan, Kiri gegen Hassan. Das könnte spannend werden. Kiri gegen Hassan, 4 Stück noch frei, dann haben wir Zero. Meine Wenigkeit. Ich sag, komm, danke. Ich muss hundertprozentig gegen Ehrengardist. Das ist. Wer ist noch übrig? Serana und Zilord. Komm, lass mich gegen Zilord. Das wäre dann ein epischer Fight. Aber danach bist. Ich muss auf jeden Fall gegen Ehrengardist. Das ist kacke. Ich muss 100% gegen Ehrengardist. Zumindest, wenn ich diesen Kampf schaffe, 100% gegen Ehrengardist. Ehrengardist, das ist doch nicht dein Ernst. Ehrengardist reibt sich gerade die Hände. Das wird ein leichtes Spiel. Ja, ist okay, Ehrengardist. Ist schon okay. Ups, ich habe deinen Namen gedreht.
Ehrengardist. Oh, ich hab's doch gewusst, ey. Ich hab's. Ich wusste es zu 100%, ey. Okay, zwei sind noch übrig. Serana und Sealord. Eigentlich muss ich da nicht großartig gucken, aber ich guck trotzdem wegen der Spannung. Oh, Serana! So, Serana. Du kämpfst gegen höchstwahrscheinlich Sealord. Ja, anwenden. Serana. Das könnt ihr gar nicht mehr sehen, ne? Serana gegen Sealord. So, das sind die Teams. Ich werde morgen dieses Bild auf Discord posten und so könnt ihr euch sicher sein, gegen wen ihr kämpft. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Ich werde das nochmal ganz kurz anzoomen. Wir haben morgen im Kampf Aiden Corve gegen No Chance. Der Sieger wird gegen Deadline antreten. Ich habe gerade Sealords Namen weggewischt. Ich hole ihn gleich wieder. Wir haben Kill 1414 gegen Muffin HD, Double X gegen Mr. Grün, Julian gegen Mobile Gamer, Baxi gegen Awesome Vlogger, Kiri gegen Hassan, Zero gegen Ehrengardist und Serana vs. Sealord. Ich würde ja lachen, wenn ich gegen Ehrengardist gewinne. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube eher nicht. Gut, es ist entschieden, wer gegen wen kämpft. Scheiße. Das Höchland-Ding ist weg. Okay, jetzt weiß ich, wenn man zu lange wartet, ist es einfach weg. Das ist ja mal kacke. Ja gut. Aber dann spulen wir auch wieder vor, weil wir haben was gefunden. Ich hab selber schuld, dass ich nicht drauf geachtet habe. Schade, schade, Schokolade. Naja. Gut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich vorgespult habe. So. Alle sind zurückgekehrt und wir gucken mal nach. Julian, der Gott. Du bist einfach so zurückgekehrt. 10.333 plus 37 Kronkorken. Auch du darfst dir aussuchen, was du behalten möchtest. Du hast hier eine doppelläufige abgesickte Schrotflinte, 6 bis 10 Schaden. Du hast gehärtetes Luftgewehr, 0 bis 4 Schaden. Du hast ein verbessertes Sturmgewehr, 8 bis 10 Schaden. Und ja, den anderen Schrott, wenn du ihn haben möchtest, sag Bescheid. Und dann darfst du ihn behalten. Gehärtetes Luftgewehr, 0 bis 4 Schaden. Wer weiß, vielleicht willst du es ja. Baxi, 12.370 plus 700. Professorin-Outfit. Scharfschützengewehr. Ritterrüstung. Und ein verbessertes Strahlenschutzanzug. Wenn du etwas von den anderen Zeug behalten willst, sag Bescheid. Wer weiß, vielleicht brauchst du es ja. Nö, habe ich das hier schon gesehen? Professoren-Outfit, Ritterrüstung. Habe ich, glaube ich, übersehen. Wir sammeln dich ein. Kill 1414, 7362 plus 620 Kronkorken. Gehärtete Jagdflinte. Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. Eine Menge Schrott. Wenn du etwas davon behalten willst, sag Bescheid. Sci-Fan-Outfit. Wrestler-Outfit. Robuste Lederrüstung. Und Komiker-Outfit. Awesome Blogger 2086 Kronkorken plus 520 Kronkorken. Verbesserte Kampfflinte 13 bis 15 Schaden. Filmfan-Outfit P4 L1. Gelernten-Robe C3 A2. Ups. Und eine Menge Schrott. Aiden, 1904 Kronkorken plus 460 Kronkorken. Greaser Outfit. Gehärteter Flammenwerfer, 15 bis 18 Schaden. Verstärkte Laserpistole. Und eine Menge Schrott. Mr. Grün, 90 Kronkorken. Kannst du dir was aussuchen. Und damit sind alle zurückgekehrt. Das dazu. Wie gesagt, jeder, der hier einen Charakter hat, der bekommt auch eine Lunchbox. Wir gucken mal, wen haben wir. Wir haben Double X, Kill 1414. Kill 1414, du bekommst auf jeden Fall schon mal eine Lunchbox. Da du heute draußen warst, bekommst du ja heute die Lunchbox. Alle, die morgen rausgehen, bekommen halt morgen die Lunchbox. So, du bekommst auch ein Gaussgewehr 16 bis 17 Schaden und eine robuste Ödlandsausrüstung E5. So, zack. Und natürlich die Lunchbox für deinen Charakter. Eine dreieckige gefaltete Flagge.
Ein Repetiergewehr, 4 bis 5 Schaden. 50 Wasser. 100 Kronkorken. Und Steven Owens. Was für dich so viel bedeutet wie: entweder übernimmst du den oder du bekommst am Mittwoch eine neue Lunchbox. Je nachdem von Kill. So. Gut. Wen haben wir noch? Die 25 kann weg. Neue Charaktere kommen nicht mehr rein. Was haben wir hier noch? 19 kann weg. Ich sortiere jetzt extra aus, weil sonst kriegen wir nachher Probleme, wenn das Turnier startet. Von Kill. Kill hat 2 Charaktere. Okay. Gut, du bekommst noch ein Komiker-Outfit. P2, C2, L1. Wenn du es behalten willst, sag Bescheid. Und wir schicken ihn weg. Du bekommst eine Lunchbox dafür. Zack. 500 Kronkorken. 50 Nahrung. Verbesserte abgesägte Stromflinte 6 bis 8. Lupe. Und auch hier Kill 1414 von Kill. Willst du ihn behalten oder nicht? Kommt wann, du kriegst auf jeden Fall eine neue Lunchbox, wenn du ihn nicht behalten willst. So, von Terraboy, gut, Terraboy ist weg. Dann haben wir von Baxi. Baxi, du bekommst doch einen neuen Charakter. Eine neue Lunchbox. Und ein Laborkettel I3. Wir öffnen somit die Lunchbox von Baxi. Baxi, du bekommst eine Kamera. Ein Pilger-Outfit C3, I2. Für die Arena eigentlich ungeeignet. Ein Stimpack. 100 Kronkorken. Und 500 Kronkorken. Ein Stimpack. Sorry, nicht Stimpack, Stimpack. Ich habe es mir gemerkt. So, wen haben wir noch hier unten? Von Hassan. Von Double X. Die 18 kann weg. Die 3 kann weg. Und die 31 kann weg. Und die 31 hat echt gute Werte. Wieso hat die keiner genommen? Not bad. So viel dazu, dann kann ich das hier nämlich abreißen. Das war laut. Und somit sind wir ziemlich clean, ne? Ja, gut. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim ersten Kampf und dann darf Hassan noch eine Waffe herstellen. Ab jetzt ist Waffen bauen ohne Zeit, das heißt, es wird sofort fertig wegen der Arena. Das heißt, alles, was ihr euch zusammenstellt, wird sofort fertig. Wer Mittwoch da ist, darf alles auch live machen, das heißt, er kann live Sachen bauen, die sofort fertig werden. Er darf live auf Quest gehen und er darf live oder er darf live ins Ödland. Das heißt, entweder Quest oder Ödland dürft ihr euch da aussuchen. Gut, soviel dazu, Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.